Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir schauen in den heutigen Item Shop rein und hier gibt es neue Styles für den Rennfieber. Und seine männliche Version, den Überholer. Wir schauen jetzt erstmal auf der rechten Seite hier nach den Daily Items. Hier haben wir T-Pose. Das Geil schläft jetzt gleich ein. So. T-Pose. Auf jeden Fall mega geil von mir. Eine 9 von 10 hat sie verdient. Finde ich mega geiler Teil. Echt. Cool. T-Pose 9 von 10. Hier haben wir aktuell 4,53 von 5 bei 45 Votes. Am 7. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 8 Mal. Wie viele Reminders? 396 für 200 V-Bucks der T-Pose. Mega cooles Teil. Zaubermacht. Auch auf jeden Fall eine coole Picke. Dieser Effekt ist einfach genial. Sieht toll aus. Hier das Ding. Also zumindest mal da oben dieser Effekt. Alt und Knorrig Teil des Arkane Künstesets für 800 V-Bucks. Das Ding hier. Und ich gebe dem 8 von 10. So, das ist der Spellslinger. Und der Spellslinger hat hier 3,9 von 5 bei 20 Votes am 16. November 2018 ist mal drin gewesen. 40 Reminders, 5 Mal schon drin gewesen. So, dann haben wir den Disco-Fieber. Das Ding ist einfach nur mega Kult, würde ich sagen. Und der Disco Fever kriegt von mir 10 von 10. Ich finde den absolut geil. Und hier haben wir 4,17 von 5 bei 23 Votes am 31. März 2018 das erste Mal drin gewesen. Also schon seit einem Jahr da, 15 Mal schon drin gewesen, 68 Reminders bis jetzt gesetzt. Ich finde das Ding mega geil. Dann haben wir wieder so einen Teil, wo ich nicht so super toll finde. Ich finde diesen No-Skin nicht so prickelnd, den Fährtenlaser. Ja, was soll ich dem geben? Der kriegt dann 3 von 10 von mir. Ich bin jetzt kein Fan von dem. Und das ist hier der Tracker. Und der Tracker kriegt von hat hier von euch 3 von 5 bekommen, 8 Votes allerdings nur, obwohl das Ding schon seit dem 1. November 2017 drin ist. Damit schon seit knapp 2,5 Jahren am Start, 55 Reminders und hat es gerade mal auf 8 Votes geschafft. Die waren so ziemlich am Anfang wahrscheinlich, als die Skins eh noch nicht so toll waren. So, dann haben wir hier diese Rapscallion und unsere Räuberin hier mit diesem coolen Backpack hier hinten. Da ist das Kätzchen drin. Und dann haben wir einen Enterhaken, einen Lageplan und das Ding sieht gar nicht echt, ja, ich so langsam aber sicher gewöhne ich mich an diesen Panzerknacker-Style und die Rapscallion kriegt von mir zumindest mal 6 von 10. So, das ist natürlich absolut krass, eine der stärksten Bewertungen, die ich hier überhaupt jemals gesehen habe. Wir haben 4,77 von 5 bei 60 Votes. Am 3. Juni 2018 das erste Mal drin gewesen. 11 Mal seitdem. 256 Reminders für 1500 V-Bucks. Hier die Rapscallion, die Gaunerin. Dann sind wir bei dem Shogun. Und der Shogun kriegt von mir 7 von 10. Für 2000 V-Bucks der Shogun. Und das ist dieser hier. Der hat hier momentan 4,06 von 5 bei 48 Votes. Am 18. November 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 167 Reminders, 5 Mal schon im Shop gewesen. So, dann geht's weiter hier zu dem Klingenbiss und das Ding. Diese Picke finde ich einfach nur kultig. Finde ich klasse. Kriegt von mir 9 von 10 der Klingenbiss.
Klemm dir den Sieg zwischen die Zähne, Teil des Shogun-Sets. Für 800 V-Bucks den Klingenbiss. Und das ist hier. Wo ist es? Der Kap. Nee, das ist nicht der Kabuto, das ist hier die Jawblade. Die Jawblade. Und die Jawblade hat hier von euch bis jetzt 3,87 von 5 bei 15 Votes bekommen. 6 Reminders. 5 Mal im Shop. So, dann haben wir hier noch den Kabuto. Und der Kabuto sieht richtig, richtig cool aus, finde ich. Und der Kabuto bekommt von mir 9, 8 von 10. Gucken wir mal beim Kabuto. Da haben wir jetzt hier 3,85 von 5 bei 13 Votes am 18. November 2018 das erste Mal drin gewesen. 12 Reminders. So. Dann sind wir auch schon hier durch. Jetzt kommen wir zu den neuen Styles. Rennfieber und Überholer. Lasst uns da gleich mal reinschauen. Ich bin jetzt wirklich interessant. Ja, ich bin wirklich gespannt. Interessant. Ich bin gespannt. So, Stilvorschau. Ja, das ist er. Hier, so sieht sie aus ohne Helm. Ist doch ein Schnuckelchen, oder? Blonde Haare. Und sieht richtig, richtig nice aus, würde ich sagen. Echt cool. Und Rennfieber kriegt von mir 8 von 10. Ist echt nice, muss ich sagen. Whiteout hier momentan 4,24 von 5 bei 63 Votes am 17. August 2018 das erste Mal drin gewesen. 8 Mal seitdem. 188 Reminders. Und das Teil gibt es für 1500 V-Bucks. Hier hinten natürlich auch dieses Backpack-Zündung. Sieht auch mega cool aus mit dem Katana. Das ist schon geil, das Ding irgendwo, ja. Also, mega fett. Und dann haben wir den Überholer. Und da schauen wir jetzt auch mal rein. Wie sieht der denn überhaupt aus? Überholer ohne Helm. Lass uns den mal anschauen. Guck mal da. Eine peppige Frisur. Boah, ist doch auch geil. Also, hier, der Überholer. Überholi-Konkurrenzteil ist Fluchtpunkt-Sets. Auch der kriegt von mir 8 von 10. So, schauen wir mal. Ich gucke mal da, ich habe die noch drin gehabt. Verdammt, sorry, tut mir leid. Hier ist er, der Überholer. Tut mir leid. Hier ist er, der Überholer. 8 von 10 kriegt er auch von mir. So, ich drehe den jetzt auch nochmal. Das war keine Absicht. Tut mir leid. So. Das hier hinten ist das auch. Hier hat er so ein Katana, Backpack. Das Ding ist schon cool. Das Ding ist wirklich cool. 8 von 10 für den Überholer. So, und der hat der Overtaker hat hier 4,02 von 5 bei 66 Votes. 171 Reminders, 8 Mal seitdem am Start gewesen. Hammer. So, dann haben wir hier noch diese weiße Bö. Und das Ding kriegt von mir 9 oder soll ich sogar 10 von 10? Ich gebe 9 von 10 für die weiße Bö. Das ist schon. Also, ich finde das Ding eigentlich mega cool. Ne? Wenn man hier anguckt, da unten auch geil. Ehrlich geil. Sieht auch von hinten cool aus. Also eigentlich muss ich dem Ding, lass uns den nochmal aufklappen. Das ist schon mega fett, das Ding, ne? Weiße Bö. 9 von 10 für die weiße Bö. Für 1200 V-Bucks. Das ist hier White Squall. Und da haben wir momentan hier 3,96 von 5 bei 24 Votes. Am 17. August 2020 ist das mal drin gewesen. 8x 27 Reminders. 1200 V-Bucks. Ja, dann sind wir auch schon durch für den heutigen Shop. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich riesig drüber. Schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal da ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.